Hallo und seid herzlich willkommen. Ich habe hier was Neues für euch und zwar Eis von Valensina. Als ich es das erste Mal sah, dachte ich, was zur Hölle soll der Quatsch? Irgendwie finde ich es total komisch, dass Valensina jetzt Eis rausbringt. Aber irgendwie kam dann die Erleuchtung von wegen, scheiße Mann, du bist heute Eisblogger auf YouTube, hier muss es testen. Deswegen, ihr seht es jetzt hier und nach dem Intro schauen wir uns das Ding genauer an. So, da bin ich wieder und normalerweise würdet ihr jetzt schon das Produkt sehen, deswegen ich zeige es euch nur einmal kurz so schon mal in Großaufnahme, damit ihr wisst, worum es geht. Es geht hier um dieses Eis, Eis aus Orangen mit 50% frischem sizilianischem Orangensaft. So, bevor wir uns das Ganze aber genauer anschauen, möchte ich euch ein bisschen was von Valensina erzählen. Denn ich habe mir mal die Webseite angucken, da gab es ein paar lustige Facts und wir labern jetzt einfach mal noch ein bisschen rum, bevor wir überhaupt erst zum Eis kommen. Das versteht, das ist wie bei Sex, man muss es langsam angehen, damit es richtig toll wird. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier erstmal reinziehen, was auf der Internetseite steht. Und zwar das ganze Eis ist vegan, wer hätte das gedacht, wow, naja, großartig. Wie, ist das vegan? Das kann doch gar nicht sein. Hier ist doch Magermilch drin. Rehydrierte Magermilch. Will ich mich verarschen? Jetzt bin ich verwirrt. Wieso steht denn auf der Webseite, dass das vegan ist? Das ist doch gar nicht vegan. Milch, Eiweiß, Laktose, Magermilch. Es tut mir leid, das steht da. Ich zeige das jetzt mal so in die Kamera. Achtung, hier Valensina Gelato Orange. Vegan. Ich glaube, die haben sich damit vegetarisch vertan. Sind die bescheuert? Ich glaube, ich muss ihnen erstmal eine E-Mail schreiben. Also, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt... Naja, also okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht erzählen. Ich wollte erzählen, was hier so ein paar lustige Orangen-Facts standen. Saftkunde, guckt euch mal die Webseite an, die ist wirklich ganz witzig gemacht, da gibt es einige Infos, zum Beispiel über die Marke Onkel Dittmeier oder wie der hieß, Dittmeier, kennt ihr eigentlich die alte Werbung noch? Ich mach mal unten einen Link rein, die habe ich noch als Kind gesehen, da wisst ihr, wie unfassbar uralt ich schon bin, dass ich solche Werbung noch kenne. Orangen. Bezog sich das ja nur auf den Saft? Das war aber stand bei Eis doch dabei. Nein, also ich, nein, da stand ja hier ganz eindeutig vegan. Beste natürliche Zutat, Leidenschaft bei der Herstellung. Ob als Dessert, zwischendurch oder bei Valensina Gelatos passen einfach und verwöhnen alle Genießer. So, das steht ganz eindeutig. Ich kann ja wohl lesen. Unfassbar, was man sich hier anhören muss. Okay, Saftkunde, Frischsaft, Direktsaft. Hier, wo war das jetzt? Hier, wissensdurstig. Orangene Fakten, das müsst ihr euch anschauen. Das war ganz witzig. Zum Beispiel, dass eine Orange aus der Kreuzung der Mandarine mit der Pampelmuse entstanden ist. Ist mir völlig neu, habe ich nie von gehört und erschüttert gerade mein ganzes Weltbild. Habe ich nie was von gehört. Oder auch, woher der Name Apfelsine kommt, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ihr kennt vielleicht, ich weiß es nicht, den allgemeinen Fachbegriff, aber Apfelsine kommt von Apfel aus China. Und Sinologie ist ja, glaube ich, chinesische Kunde, Sprache, irgendwie so ein Quatsch. Und ich weiß es nur nicht, das Wort von Sine, wo das herkommt. Aber Apfelsine, chinesischer Apfel, auch interessant. Oder auch, dass es ganz aus Spanien kommt, wer die größten Produzenten sind, ist zum Beispiel Brasilien. Und dass es 600 Orangensorten gibt. Es sind Beeren, wer hätte das gedacht? Und solche lustigen Sachen stehen hier auf dieser Internetseite. Guckt es euch, wie gesagt, gerne mal an. Ist ganz witzig, was man da so alles finden kann. Und bis auf komische Fakten, dass Eis mit Milch angeblich vegan ist. Ach ja, wir können noch was schauen. Und zwar, vielleicht kann die Kamera von meinem kleinen Stückchen nach vorne kommen, weil mit das Mikro drauf ist. Und zwar können wir uns die anderen Sorten noch angucken. Wir gucken jetzt mal hier Produkte. Ne, den Orangensaft brauchen wir nicht. Wo ist denn das Eis jetzt hier? Valensina Eis. Wir gucken uns mal die anderen, weil ich habe jetzt ja nur die eine hier diese Gelato Orange. Dann gibt es aber noch Blutorange. Dann gibt es noch Orange Erdbeere. Orange Stracciatella, auch geil. Und ja, und nur Orange quasi. So, und die haben wir jetzt hier. Und wir drehen jetzt mal gleich die Kamera um und schauen uns dieses Ding jetzt zusammen an. So, schön, dass ihr dabei seid nochmal und jetzt gucken wir uns das Eis an. Ich sehe gerade, ich habe meinen Löffel da liegen gelassen und meinen Kaffee. Huhu. Ah, erstmal schön Kaffee. So. Was? Okay. Ah, so.
Jetzt geht es hier um das Eis Valensina von Onkel Dittmeier, der übrigens leider gestorben ist schon. Ich habe mal so einen Bericht darüber gelesen. Aber gut, aus 50% frischen sizilianischen Orangensaft made in Italy, wobei die Marke eine deutsche ist, Valensina. Erfrischender Genuss. Es ist ein Eis, was nicht ein Orangensorbet, habe ich mich erst vor gefürchtet. Hat übrigens bei Netto Marken-Discount 3,33 Euro als Aktion gekostet. Sprich, der reguläre Preis ist vielleicht so 3, 3,50. Ich hoffe nicht 4 Euro, was Maß, was ich ein bisschen teuer fände hierfür. Ich dachte, es wäre ein Sorbet, war dann aber erfreut, also sowas las das Magermilch auch drin ist, also Milch. Ja, es ist also so ein Milch-Orangeneis. 50% Orangensaft ist drin, rehydrierte Magermilch, Zucker, natürlich auch Glucose, Kokosnussöl, also auch so ein bisschen als Fett, Milch, Eiweiß, Laktose, Dextrose, Stabilisatoren und so weiter. 300 Gramm sind drin, 473 Milliliter. Sprich, es wird auch relativ luftiges Eis sein. An den Nährwerten sieht man auch, dass das Ganze hier ja, relativ niedrigkalorisch ist, weil wir kaum Fett haben. Und Kohlenhydrate halt Zucker. Es ist also ein sehr süßes Eis, wird es wohl sein. Ja, das Ganze kommt aus Italien. Hergestellt für B&F Bakery and Food. Da habe ich wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein Eis ist, was es schon in Italien gab, wo sie jetzt einfach Valensina draufgeklatscht haben, ne, um Geld zu machen. Ihr versteht, was ich meine. Weiß ich nicht. Soll jetzt nicht eine Aussage sein, aber halt, ja, warum wird jetzt Eis, was von einer deutschen Marke kommt, unbedingt in Italien hergestellt? Man kann ja auch dieses Made in Italy quasi als Bewerbelogo benutzen, aber letztlich ist es nur eine Vertuschung der Tatsachen, dass das Eis billig in Italien hergestellt wird von irgendeinem italienischen Orangeneis, was es eh schon gibt. Ich weiß es, wie gesagt, nicht, aber ich will damit euch ja nur wieder sensibilisieren, dass man da vorsichtig sein muss. So, und jetzt machen wir es mal auf. Und, ups, das sieht auf jeden Fall schon mal schön orangig, apfelsinig, fruchtig aus. Wie der Sommer vielleicht. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich sehr gut ist. Und ich finde es wirklich extrem gut, dass ein bisschen Milch drin ist, weil ich bin echt kein Freund von Sorbets. Ich meine, so ein Erdbeer-Daiquiri, ja, so ein gefrorener Frozen-Daiquiri ist ja irgendwie auch so eine Art alkoholisiertes, alkoholzugesetztes Sorbet, irgendwas. Aber das ist natürlich ein bisschen was anderes. Egal. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und ja, dann ist auf jeden Fall sehr flüssig. Ja. Man merkt das auch, man hört es auch, da ist viel Wasser drin. Es ist jetzt kein cremiges Sahne-Eis. Oh ja. Aber es schmeckt deutlich orangig. Jetzt natürlich nicht wie so ein Orangensaft. Ich würde sagen, die Milch, die untermalt das Ganze so ein bisschen. Ja, also das ist jetzt hier nicht, ich muss nur mal kurz ein Foto machen, sorry. Das ist jetzt hier wirklich nicht wie so ein reines Fruchteis, sondern man hat so eine Komponente, sage ich jetzt mal, mit drin, die das so ein bisschen abmildert. So im Hintergrund, sage ich jetzt mal. Ja, nicht säuerlich, sondern wirklich eher dieses Süßliche. Es ist recht süß, das Eis, aber trotz, bei den Werten hätte ich gedacht, dass es noch süßer ist. Durch die Bindemittel, die drin sind, hat es auch eine leichte Cremigkeit, aber es ist wirklich eher so eine, es ist nicht so eine Sahnecremigkeit, sondern eher eine Bindemittelcremigkeit. Also man merkt schon, dass es halt einen hohen Wasseranteil hat. Aber diese Bindemittel, die geben so ein bisschen besseres Mundgefühl, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich, auch wenn ich muss zugeben, ich hasse Orangen, aber nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich es hasse, sie zu schälen. Man über diesen weißen Scheiß im Mund und alles und Pulen und alles spritzt und alles ist versaut. Am Ende hat man eine einzige Matsche auf dem Teller und dann irgendwie ein Esslöffel Orangensaft bleibt dann irgendwie übrig. Also ich hasse es, aber vom Geschmack mag ich es und ich mag auch dieses Eis. Es ist wirklich super für den Sommer und ich weiß nicht den regulären Preis. 3 Euro ist okay, das kann man dann vielleicht mal machen. Ich hoffe nicht, dass das eine Aktion war und dass es regulär 4 Euro kostet. Das fände ich echt ein bisschen happig für die Menge. Und dafür, dass es ja sehr, sehr einfaches Eis ist. Keine Sahne, keine Eier, keine Kekse. Deswegen 3 Euro finde ich auch schon ein bisschen zu happig. Also 2,50, das wäre in Ordnung, aber es kostet scheinbar deutlich mehr. Aber wenn ich vom Preisfaktor absehe, ist dieses Eis wirklich lecker. Weil in Sina Gelato Orange mit 50% frischen sizilianischem Orangensaft. Doch, das kann man machen. Unspektakulär, aber lecker orangig. Wirklich top. Probiert es gerne mal aus.
Aber schaut, dass ihr nicht irgendwie 4 Euro dafür bezahlt, falls es regulär kostet. Finde ich zu teuer. Dann wartet, bis es mal in Aktion ist, wo es 3 Euro kostet. Und selbst das, ich finde, hätte auch nochmal 50 Cent weniger gehen können. Aber trotzdem, rein geschmacklich, ein schönes Eis, schön für den Sommer. Probiert es gerne mal aus. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So ein bisschen Gequatsche nebenbei. Und ich habe euch inspiriert, mal ein sommerliches Eis zu probieren. Ach, herrlich. Ich bin froh, dass ich es getestet habe. Danke Anne an dieser Stelle, die es entdeckt hat. Und euch danke, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht, euch die anderen Videos anzuschauen, die hier jetzt eingeblendet werden. Und links solltet ihr die Empfehlung des Algorithmus sehen. Oben rechts könnt ihr mich abonnieren. Oben links und unten rechts gibt es noch weitere Videos. Schaut da mal rein. Vergesst den Abo und den Daumen nach oben nicht. Das Abo und den Daumen nach oben nicht. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.